Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Wollt ihr was Schnelles zum Kaffee zubereiten? Ich habe jetzt gedacht, für mich und für meinen Mann mache ich jetzt ein paar so süße wie so Zimtschnecken, aber aus Fertigteig. Diese Knack- und Back-Croissant. Dafür brauchen wir eine kleine Form, weil ich mache nur mit einem und das wird nur 5 Stück. Die Form werden wir mit Butter bestreichen und das geht so wunderbar schnell, brauchen wir nicht lange stehen, Teig machen und so weiter. Und besonders, wenn man sagt, man, oh, es hat man Appetit, einfach nur auf kleine Stückchen und nicht einen Blechkuchen und so weiter, welche muss man doch morgen essen. Das geht wirklich wunderbar schnell. So, die Form mit Butter bestrichen. Jetzt haben wir unseren Teig und er ist schon so schön gedreht wie die Zimtschnecke. Das ist sehr clever gemacht und teilen wir auf 5 Stück. Und gleich legen wir in die Form. Diese Form passt richtig gut, die 5 Stück drauf. Und geben wir über den Teig, jetzt so ungefähr für diese eine Dose brauchen wir so ungefähr halbe Becher, nicht ganze Becher. Gießen wir oben drauf. Eventuell, wenn ihr möchtet, ein bisschen fruchtiger haben, könntet einfach zum Beispiel gefrorene Beeren oder abgetropfte Beeren erstmal oben drauf machen, dann die Sahne. Und ich mache einfach nur Zimt und Zucker. Den Backofen habe ich schon angemacht auf 180 Grad. Ober-Unterhitze, aber liebe Freunde, schaut ihr nach Art eures Ofens. So, jetzt geht das im Backofen für ungefähr so 25-30 Minuten backen. So, meine Lieben, nach 25 Minuten haben wir sowas ganz, ganz Leckeres. Ich habe nach so ungefähr 18 Minuten abgedeckt, dass die mir nicht zu dunkel werden. Durch das Sahne, was wir oben drauf begießen und Zucker und Zimt, wird er dann schnell dunkel. Aber durch diese Sahne, was wir reinmachen, die sind unten so weich und fluffig. Oben sind die knusprig und so sehen die aus. Schaut. Oben sind die knusprig und unten sind die richtig schön weich und fluffig. Und die schmecken so, so lecker. Bisschen schlecht mit einer Hand. Aua. Und heiß dazu. Schaut ihr. Mmh. Und duftet das sehr schön. Nach Zimt und nach Sahne. Lecker. Jetzt braucht man nur eine Tasse Kaffee, um diese Schnecken zu genießen. So, liebe Freunde. Ich hoffe, es wird dieses Rezept euch gefallen und einer oder die andere wird es auf die Schnelle das nachmachen. Es ist wirklich so zwischendurch, dass man alles so schnell geht, kann man sowas schnell zubereiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, eine schöne Kaffeezeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!